bzw. so gut wie ich es kann. Rechter Schritt nach vorne, eine Pause. Rechter Schritt nach vorne, eine Pause. Links an rechts ransetzen und mit rechts Rockstep. Und Rockstep. Jetzt kommt eine halbe Drehung mit einer Vierteldrehung nach rechts. Also heißt es eine Dreivierteldrehung. Erst die halbe Drehung, rechter Schritt nach vorne. Denn die Vierteldrehung, linker Schritt zur Seite. Rechts hinter links kreuzen, wie rein. Auf den linken Fuß Vierteldrehung nach links und linker Schritt nach vorne. So, noch einmal. 5, 6, 7, 8. Step, Pause und Rock, Step. Halb, Viertel, Behind, Viertel, Turn, links. Das gleiche natürlich mit dem Step Hold. Wieder mit rechts. Step nach vorn setzen, links an rechts ran setzen und wieder mit rechts Rock, Step. Und Rock, Step. Eine Vierteldrehung nach rechts, rechter Schritt zur Seite. Links ein Point. Links absetzen, eine halbe Drehung nach links. Auf links absetzen, halbe Drehung nach links mit dem rechten Hook. Oh, nicht das Umfallen mit dem rechten Hook. So, bis dahin nochmal von vorn. 5, 6, 7, 8. Step, Hold und Rock, Step. Halb, Viertel, Behind, Viertel. Step, Pause und Rock. Step, Viertel, Touch, Halb, Hook. Denn rechts vor links kreuzen, links ein Point zur Seite, links vor rechts kreuzen, rechts ein Point zur Seite. Die nächsten Schritt folgen, rechts vor links kreuzen, zweimal eine Vierteldrehung nach rechts, die erste Vierteldrehung nach rechts, linker Schritt zurück, die zweite Vierteldrehung nach rechts, rechter Schritt zur Seite. Und links kreuz vor rechts. Bis dahin noch einmal von vorn. Hier zähle ich gleich mal mit ein. 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Die nächsten Schritt folgen. Rechter Schritt zur Seite. Eine Pause einhalten. Links an rechts ansetzen. Und rechter Schritt zur Seite. Links neben rechts ein Touch. Und das gleiche nach links. Seit, Pause und Seit, Touch. Die nächsten Schritt folgen. Rechter Schritt nach vorn. Links neben rechts ein Touch. Rechter Schritt nach vorn. Linker Schritt nach hinten, Entschuldigung. Und rechts an links ransetzen. Gewicht bleibt natürlich dabei auf links. Und dann und 5 und 6 ist die Hüfte einmal nach rechts und nach hinten zu schwingen. Also nach vorn und nach hinten. Dann kommen mit links ein Backrock. Mit rechts ein Backrock. Rechts nach hinten und links ein Point nach vorn oder Touch. Bis dahin von vorn. 5, 6, 7, 8. Step, Pause und Rock, Step. Halb, Viertel, Behind, Viertel. Step, Pause und Rock, Step. Ein Viertel, Point, ein halber, hoch. Ein Cross, ein Point, ein Cross, ein Point. Ein Cross, ein Viertel, ein Cross. Sei, Pause und sei. Touch, sei. Pause und sei, Touch. Vor, Touch, zurück, Touch. Vorn nach hinten. Und dann kommt der Backrock Point. Hier machen wir wieder eine Pause. Die Zählweise ist dann 1 und 2. Die 1 ist die Pause. Und Vierteldrehung nach rechts. Und rechts über links kreuzen. Und 2. Hier ist wieder eine Pause. Linker Schritt nach links und rechts über links kreuzen. Die nächsten Schritt folgen. Mit dem linken machen wir einen leichten Zwing nach vorn. Linker Hook und über rechts kreuzen. Rechter Schritt, Point zur Seite und ein Point nach vorn oder über links. So, nochmal. Hier.
hier zähle ich gleich mal ein, weil das, glaube ich, nach meiner Meinung die schwierigste Stelle ist. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das ist die schlimmste Stelle, wo ich selber dran zu knabbeln habe, auch jetzt noch. So, geht nochmal los, ich ziehe ein, bis wir den Ton kommen. 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 6 und 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Die nächste Schrittfolge ist, mit rechts machen wir einen Ruck und rechter Schritt nach hinten. Denn Gewicht auf rechts, Gewicht auf links, Gewicht auf rechts und Gewicht auf links, dann machen wir in Step-Turn halbe Drehung nach links. Rechter Schritt nach vorn, halbe Drehung nach links. Die nächsten Schrittfolgen und der letzte Block ist rechter Schritt nach vorn. Mit links machen wir einen Flick Linkskreuz vor rechts. Entschuldigung, wir haben den Step-Turn. Dann machen wir mit rechts einen Step nach vorne, links einen Flick und dann machen wir einen Cross-Armbar. Mit links, links einen Flick und dann kommt ein Cross-Armbar. Oder ein Cross-Side-Side. So, nochmal, mach den Step-Turn, kommt dann Step-Flick-Cross-Side-Side. Mit rechts eine Chestbox und linker Schritt nach vorn. Das heißt, ein Cross, ein Pat, ein Side, ein Step und dann fangen wir wieder von vorne an. Hier endet dieser Tanz und hier beginnt er wieder von vorne. Mal langsam einen kompletten Tanz, 12 Uhr. 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 6 und 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Liebe Leitänzer, da müsst ihr ganz schön üben. So. In der siebten Runde tanzt ja zusätzlich eine Brücke dazu. Da beginnen wir wieder mit rechts, nur die Brücke. Rechter Schritt zur Seite ist die 1. Jetzt zählen wir uns still mit 2, 3, 4. 5, 6 ist ein Fettbeutel. 5, 6, dann haben wir Gewicht auf dem linken Fuß. 7 und 8, das sind zwei weitere Schritte nach vorne. 7, 8. Und hier beginnt man dann wieder von vorn. So, nochmal die Brücke. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier beginnt man wieder von vorn. Ende der siebten Runde kommt die Brücke rein. Hier würde ich sagen, viel, viel Spaß beim Üben. Ich übe natürlich auch weiter mit, dass ich den natürlich am 5. Oktober in Hamburg mittanzen kann. Bei Andreas Holz natürlich. Erstmal liebe Grüße an alle. Und ich freue mich natürlich dieses Wochenende nach Kaukau zu dem Leitungsevent. Erstmal viele, viele neue Gesichter kennenlernen und die Alten begrüßen. Komme natürlich, reise natürlich am Sonnabend erst an, weil es geht nicht anders. Ja, ich würde sagen,
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Übungslehrer der Freien Zeitung.